Jobidee einmal ein bisschen versucht zu formulieren und mit dem Namen jetzt im Moment wieder mal Buschpark, weil es dort starten kann, die Idee. Buschpark Cleaning Roller. Und versuche es jetzt insofern zusammenzufassen. Heute ist der 19.05.2020. Und morgen muss ich wieder, weil ich heute geschwänzt habe, das tun, was ich jetzt für 1,60 Euro die Stunde seit einem halben Jahr mache. Ich putze in Form von rund um die Brücke bei uns, ja, Teufelsbrücke. Räumen wir jeden Tag, mit wir meine ich uns Mitarbeiter, von wo ich bin, bei H7. Wir cleanen für die Stadt, wie auch immer. AWO ist der, ist die GmbH oder wie auch immer die Firma heißt, für die wir arbeiten. Räumen wir den Dreck weg, den am Vortag unsere Leute, die da wohnen, zu denen wir auch vielleicht gehören oder Studenten gehören. Manche müssen einfach die Pizzaschachtel natürlich rein hinlegen, wo es geht, weil es Platz passt nicht mehr in die schon verbrauchte, verknallte Müllcontainer, die dort aufgebaut sind. Klar, dass also Müll entsteht und Leute es wegräumen müssen. Wir machen das. Die aktuelle Konstellation sieht ja so wie folgt aus. Wir laufen oder eben ich fahre mit dem Fahrrad herum, um dann mit Mülltüte und Grabber oder wie die Dinger heißen, mit denen wir die Sachen aufheben können, mit Stange an der Bodenebene, die Sachen, die rumliegen, Alufolie, Dreck, im Sinne von, was es so an Sachen gibt, Dosen, ganz viel Zeug müssen wir, habe ich ja gefilmt, einräumen in die Mülltüte. Die wird dann abgeholt, wenn wir sie irgendwo hinstellen, von den städtischen Müllbeauftragten. Eine meiner jetzigen Ideen sieht so aus, dass wenn man Buschpark Cleaning Roller einführen würde, könnte man doch vielleicht so vorgehen, diese E-Roller, die es so gibt, hier in Mannheim und anderen Städten, es ist ja eine Gesamtstadtidee, hinter der ich mich jetzt versuche zu äußern, können ja ihre Roller, E-Roller, folgendermaßen in Zukunft vermieten. Aktuell ist es, glaube ich, so, man gibt im Handy ein, dass man es nutzt, macht Austausch, dass man es nutzen darf und entsprechend wird es abgerechnet mit so und so viel Euro pro Stunde. Und dann kann man den Roller ja stehen lassen, wo man will. Eine neue Idee in der ganzen Branche könnte doch vielleicht auch sein, dass man eben einen anderen Tarif zahlen muss bei dem Rollerleihen, wenn man, jetzt kommt die Idee Buschpark Cleaning Roller, Buschpark Cleaning Roller, ja, man hat einfach einen solchen E-Roller jetzt gerade im Einsatz. Hinten am besten so die Idee, eine Stange und den Müllbeutel geöffnet, hängend. Ja, am Roller hinten irgendwie wird das aufgehängt, das blaue Ding, was ich jetzt zurzeit nutze, diese Mülltüte, wo richtig viel reinpasst. Wenn man dann zum Beispiel mit dem E-Roller morgens oder wie man vereinbart hat im Vertrag, zu bestimmten Zeiten bestimmte Plätze in Mannheim mit dem E-Roller anrollen würde und dann dort den Dreck vom Boden in Form von Pizzaschachteln, Papierkram und was wir so alles sonst so aufheben, Plastik, was eben nicht dahin gehört, heben wir nämlich einfach alles auf. Und dadurch ist der Betrag, den ich zahlen muss mit Buschpark Cleaning Roller, also dem E-Roller, den man hier überall in Städten leihen kann, wird entsprechend moduliert. Also geringer. Vielleicht muss ich gar nichts zahlen, weil ich so schön Müll sammelt habe. Kriegst sogar einen Euro. Gut geschrieben ist die Idee, ja, oder mehrere, wenn man bestimmte Stadtarbeiten mit diesem Buschpark Cleaning Roller durchführt. Das ist ja alles heutzutage mit den GPS und anderen Features messbar, nennen wir es mal, kontrollierbar. Und ich empfinde, es ist, so höre ich jetzt erstmal auf, als eine plausible Jobidee, die man zukünftig mal ausbauen und formulieren sollte. Okay, Kolja sagt's und sagt danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald und eure Meinungen bitte formulieren und teilen. Und die Idee an euch mal vorbeilaufen lassen, ob sie auch bei euch passen könnte in irgendeiner Form. Zum Beispiel E-Roller leihen mit Müll sammeln ist ja das Credo des Ganzen. Oder mal E-Bike.
ich habe jetzt die ganze Zeit mit Bike Müll aufgehoben. Zu sehen auf buschpark.de, auf YouTube, Buschpark. Und diese Idee möchte ich jetzt ausbauen. Tschüss. Part 2 von dem Beitrag zum, ich hatte ihn jetzt zunächst vorübergehend Buschpark Cleaning Roller genannt. Den Vorschlag, den Part, den ich jetzt mache, auch am 19.05.2020, einfach um jetzt diese gedachten Ideen festzuhalten. Beispiel, wie kann man, sagen wir mal, Türkei als Ziel sich vornehmen, dass, wenn man einmal im Jahr als Beispiel, rund um, ich nenne es mal Oktober, November, glaube ich, ist es da noch schön in Türkei, schöner als in Deutschland, oder? Wettertechnisch, weiß nicht. Wenn ich da jetzt arbeiten könnte halbtags, wäre das nicht toll? So die Grundlage als Beispiel. Der Beispiel gilt nicht nur für mich, sondern für, ich glaube, viele, die hier als Türke in Deutschland wohnen oder anderer Nationalität. Ich hatte vorhin den Beitrag Buschpark Cleaning Roller genannt, weil ich die Idee, kurz formuliert, so sah, dass dieses Müllsammeln, was ich jetzt täglich tue, in gewisser Weise mich mental unheimlich auch positiv aufbereitet. Ich habe aufgeräumt, sagt mein Wissen, Gewissen und Hirn zu mir und somit in meinem Falle geschützt vor, Sie wissen schon, wir wissen schon, epileptischen Anfällen oder was die Krankheit eines Einzelnen jeweils heißen kann, ist gutes Gewissen meiner Erfahrung nach wertvoll. Müll sammeln ist eine wertvolle epileptische Gegenwirkung, wenn ich es mal. Das Müllsammeln auf Fahrrad, wie ich es zurzeit mache, mit Kopfhörer auf und schönem Wetter, nenne ich es mal, und dabei Müllsammeln ist neurologisch wertvoll. Hört sich ab. Und jetzt zurück zur Buschpark Cleaning Roller Ausweitung, Türkei. Man stellt sich vor, auch in Türkei gibt es Räume, Plätze, schöne Art natürlich, schönen Wohnen oder schönen Design, die aber auch Müll auf dem Boden der Straßen und Co. haben, die man hochdeutsch, wie wir es jetzt machen, täglich aufräumen könnte, das Hingeworfene in die Mülltüte. Jetzt die Idee mit E-Roller oder E-Bike oder nur erstmal beim ersten, zweiten, dritten Mal mit Fahrrad oder auch zu Fuß. Irgendwie muss es doch möglich sein, in die Türkei urlaubstechnisch ein paar Wochen zu kommen, um dort halbtags Müllreinigung dieser Art, also in die Mülltüte geworfen, das was auf den Straßen rumliegt, ist unser Job. Das muss doch möglich sein, das Thema, wie kommt man nach Türkei hin, wie kommt man zurück, diese Kosten und wie kann man dort durch tägliche Halbtagsarbeit als Beispiel ausgleichen, diese Kosten, die entstehen. Das ist diese Idee. Ich glaube, es könnte richtig cool werden in Istanbul, nennen wir es mal, mit E-Roller oder E-Bike oder Fahrrad oder auch zu Fuß, paar Stunden, 4, 5 am Tag vielleicht zu verbringen, täglich aufzuräumen, Montag bis Freitag, der Rest des Tages ab so und so Uhr, 12, 1 Uhr, das ist in meinem Falle. Den Rest des Tages haben wir dann privat für uns. Ich kann mir vorstellen, dass diese Idee Buschpark Cleaning Roller daher für nicht nur eine Stadt, nämlich uns, interessant sein kann, Mannheim, sondern für eben alle. Und somit auch die Idee, Internationales zu promoten mit einer beispielsweise türkischen, wer wohnt noch hier, bulgarischen oder sonst wie ausländischen Ziele zu kombinieren. Wir, die Buschparker, wir, die Jungbusch Boys und Girls, haben es geschafft, sagen wir dann, irgendwie günstig in diese Städte im Ausland zu kommen, um dort mal ein paar Wochen aufzuräumen, halbtags. Und dadurch konnten wir das alles irgendwie finanzieren, die notwendigen Übernachtungen, Essen und so weiter, die eigentlich ähnlich sind wie hier in Jungbusch, Mannheim. Aber halt dann ein paar Tage im Ausland, ein paar Wochen.
Das kann ich mir vorstellen, möchte ich ausbauen und wollte es jetzt einfach nur mal akustisch ausgesprochen haben, um es zu speichern. Also auch Add-on. Wird ausgebaut, wird korrigiert. Tschüss, bis zum nächsten Part. Buschpark Leningroller ist nun aktuell der Anlass. Die zweite Idee im Rahmen der Ideen, die ich gerade versuche festzuhalten heute am 19.05.2020, ist die Idee mit Fahrrad und Rollstuhl ziehen. Die habe ich ja schon vor Jahren jetzt vorgeführt. Ich, der tolle Fahrradfahrer, in dem Fall war es so, habe den Rollstuhlfahrer gezogen. Durch, in unserem Falle Straßburg und so weiter. Es hieß also für den Rollstuhlfahrer, er musste sich nur am Fahrrad irgendwie festhalten können, war das Thema. Dann könnte der Fahrradfahrer, also ich, ihn rumziehen. Das haben wir mehrfach gemacht. Also kürze ich so erstmal ab. Spaß gemacht. Kann man beweisen, dass es uns Spaß gemacht hat. Und die Idee, die jetzt formuliert ist, ist die, dass was mit Fahrrad geht, auch bestimmt mit Roller, also E-Rollern, doch eigentlich möglich sein könnte, dass in unserem Falle war es zum Festhalten des Rollstuhlfahrers, war es meine Kette, die ich zum Abschließen des Fahrrads hier habe. Ja, dieses lange Schlossteil, was ich da habe, war für ihn der Griff zum Fahrrad, um gezogen zu werden. Ja? Irgendwas muss montiert sein, also am Fahrrad war einfach, also das Kettenschloss muss so lang genug sein, dass der andere ein Meter entfernt vom Fahrrad hinten dran mit dem Rollstuhl gezogen werden kann. Das war die Aufgabe und jetzt super geklappt. Auch wenn es anstrengend war für den Fahrradfahrer, also mich, ohne E-Bike. Teil dieser Ausführung ist also E-Bike und Rollstuhlfahrer ziehen kann auch geschätzt werden für soziale Ideen. Denn stellen wir uns vor, ich kann ein E-Bike mir eh nicht leisten, 2000 Euro oder was die kosten. Aber wenn ich einen Rollstuhlfahrer gemessenerweise einige Stunden durch die Pampa ziehe, also ja, Taxifahrer im Fahrrad, dann kann man jetzt vereinbaren, dass dieses E-Bike, das genutzt wird beim Rollstuhlfahren, Rollstuhlfahrer ziehen, dann vergünstigt für mich, nämlich ich muss nicht 8 Euro zahlen, die so und so Einheit, um ein E-Bike mir zu mieten, sondern ich muss nur 4 Euro oder 3 oder noch weniger oder sogar Gutschrift bekommen, denn ich habe einen Rollstuhlfahrer messbarerweise von Pennymarkt zu Unimarkt, oder wie sie heißen, gezogen in Stadt A, also Mannheim, Stadt B, also Straßburg oder anderen, ist also eine Auswirkung von der Idee, E-Roller und E-Bikes in ein interessantes Gewand finanziell zu filtern, indem man Gutes tut als Mieter des Fahrrades, als Mieter des E-Rollers, weil man eben Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen irgendwie zieht durch die Ansprüche, die diese haben. Beispiel, ich will jetzt mal so einen E-Roller haben. Irgendwie ist es möglich, sich am E-Roller festzuhalten, sagen wir mal, für den Rollstuhlfahrer. Mehrere Ideen folgen noch. Und daraufhin ziehe ich ihn also von 9:45 morgens bis 3:15, sagen wir mal 12, durch die Pampa, wo er oder sie hinwollen, sagen Tschüss zueinander, aber ich habe jetzt diesen E-Roller Rest des Tages für Umme oder des Tages oder Woche, je nach Vereinbarung. Das ist jetzt mal abgeschlossenermaßen die formulierte Idee. Und ein letztes noch hinzugefügt, denn was ist jetzt gut zum Festhalten? Meine Idee, die in Frage kommen könnte, ist das von Freundin verliehene. Was ist das? Tesafilm-Roller besonderer Art. Ist, so mache ich dann den nächsten Aufnahmeschritt, die Idee, mit der man also quasi mit einem langen Tesafilm sich festhält am Fahrrad.
Fahrrad oder E-Roller. Denn dadurch, so kürze ich es erstmal ab, ist es möglich, das Thema, wie kann man sich sicher festhalten als Rollstuhlfahrer an einem Gefährt, was einen zieht, festhalten, glaube ich, dass dieses Klebeband ein richtiger Schritt sein wird. So kürze ich ab. Tschüss.